Hallo Dresden! Könnt ihr noch? Okay. Lasst mich als allererstes Dank sagen. Danke, dass ihr gekommen seid, damit wir heute in Dresden zeigen können, dass in der Auseinandersetzung mit autoritären, antiaufklärerischen Ideologien und Bewegungen alle Platz haben, alle vorkommen dürfen, alle eingeladen sind, konservativ oder liberal, die, die fromm sind oder die, die es nicht sind, die mit Arbeit und Privilegien und die ohne, die, die eine Uniform tragen oder eine Kippa oder Drag, die, die etwas verloren haben in den vergangenen 30 Jahren, ihre Heimat, ihr Selbstvertrauen, ihren Stolz, oder die, die etwas gewonnen haben in den letzten Jahren, eine Zuflucht, ein Bett für die Nacht. Die, die die grundgesetzliche Freiheit zu widersprechen gewonnen haben oder das Glück zu lieben. Danke, dass ihr alle gekommen seid, dass ihr euch nicht habt abhalten lassen von dem, was euch trennt, von dem oder der, die neben euch steht. Dass ihr die Verschiedenheit der Überzeugungen und Lebensformen, die Unterschiede in den Körperlichkeiten oder Sexualitäten, den Herkünften oder auch nur dem Musikgeschmack aushalten könnt. Und dass ihr gekommen seid, weil das, was ähnlich ist, wichtiger ist. Auch wenn das manche Fanatiker der Reinheit gern anders behaupten. Wir müssen nicht gleichartig sein, um gleichwertig zu sein. Wir müssen nicht gleich aussehen, wir müssen nicht gleich lieben, gleich wählen, gleich trauern. Wir müssen nicht mit denselben Kinderliedern aufgewachsen sein, nicht dieselben Witze lustig finden oder denselben Fußballverein. Wir müssen nicht verstehen, warum die einen an die Auferstehung glauben und die anderen an die Teilung des Roten Meeres. Wir können auf der Stadt oder auf dem Land leben, im Osten oder Westen sozialisiert sein. Das Einzige, was zählt, ist, dass wir in dieser Republik leben, dass ihre Rechte und Institutionen für uns alle gelten und uns alle gleich verpflichten. Die Vielfalt ist keine Bedrohung meiner Identität. Die Vielfalt ist keine Gefahr einer stabilen Gemeinschaft, sondern die Vielfalt ist. Vielfalt ist nichts als Realität. Vielfalt ist die menschliche Wirklichkeit. Sie zu leugnen, heißt die Menschlichkeit zu leugnen. Sie zu bekämpfen heißt, uns als individuelle Wesen mit individuellen Eigenschaften, Neigungen, Bedürfnissen und Fähigkeiten zu bekämpfen. Vielfalt ist keine Bedrohung. Vielfalt ist menschliche Wirklichkeit. Vor einem Jahr musste sich noch rechtfertigen, wer rechtsradikale, antidemokratische, menschenverachtende Positionen und Gruppierungen als das bezeichnet hat, was sie sind. Rechtsradikal, antidemokratisch und menschenverachtend. Bis vor kurzem wurde der Hass noch verharmlost, als Sorge wurden gewaltbereite Gruppierungen als Spinner abgetan. Bis vor kurzem wurden noch Netzwerke als isolierte Einzeltäter, rassistische, revisionistische YouTuber als unpolitische Spieler verniedlicht. Bis vor kurzem wurde noch der NSU als abgeschlossene Drei-Personen-Posse der Vergangenheit historisiert. Bis vor kurzem galt noch als hysterisch, wer vor der Zunahme rechtsradikaler, autoritärer, revisionistischer, antisemitischer, homo- und transfeindlicher Gewalt warnte. Der entsetzliche Mord von Walter Lübcke scheint das geändert zu haben. Es ist bitter, dass ein Mensch, der sich eingesetzt hat für andere, dem das selbstverständlich zu sein schien, dem das christlich zu sein schien, dass ein solcher Mensch erst sterben musste, damit sich die Erkenntnis durchsetzt, dass es das immer noch und immer wieder gibt. Rechten Terror.
Wenn es nun hoffentlich die Ermittlungsbehörden sind, die sich um die Fanatiker kümmern, dann können wir uns auch wieder dem widmen, worauf es ankommt. Ich muss zugeben, ich habe oft auch keine Lust mehr zu erklären, warum ich mein Bürgertum anders verstehe als im Beharren auf einer Fleischsorte. Ich will nicht begründen müssen, warum Jüdinnen so hierher gehören wie Ostfriesen. Ich will nicht begründen müssen, dass es keine Invasion gibt und keine Umvolkung, so wie ich nicht begründen will, dass es keinen Osterhasen gibt. Wir verlieren Zeit, die wir für das brauchen, was wirklich wichtig ist. Wir verlieren Zeit, die wir uns mit den ernsthaften politischen und sozialen Fragen unserer Gegenwart beschäftigen könnten. Wir verlieren in der Abwehr von Unfug und Demokratiefeindlichkeit Zeit, die wir den Sorgen und Nöten widmen könnten, derer, die es ernst zu nehmen gilt. Wir sollten uns nicht fragen, wer dazugehört in dieser Gemeinschaft, sondern wir sollten uns fragen, wie wir leben wollen. In welcher Welt wollen wir leben? Wir sollten uns fragen, wie sich die soziale Infrastruktur in unserer Gesellschaft wieder stärken lässt, wie sich investieren lässt in die Regionen, die sich abgeschnitten fühlen, wie sich Deindustrialisierung und Digitalisierung nicht nur als Fragen der Zukunft der Arbeit, sondern auch als Fragen der Anerkennung und des Stolzes verstehen lassen. In welcher Welt wollen wir leben? Wollen wir die eigenen Ressourcen ausbeuten? Wollen wir die Natur entstellen? Wollen wir die Vielfalt der Arten ausradieren? Wollen wir koloniale Praktiken fortsetzen? Wollen wir extreme Ungleichheiten aufrechterhalten und leugnen? Oder wollen wir andere Praktiken und Gewohnheiten? Wollen wir wieder Visionen entwickeln für ein gerechteres, ökologischeres, freies Miteinander, für eine innovative, dynamische, postfossile Wirtschaft? In welcher Welt wollen wir leben? Wollen wir eine nationalistische Ordnung, die durch Mauern ihre Ängste symbolisch vergrößert? Wollen wir eine Globalisierung, die unter universaler Freiheit nur Rechtelosigkeit versteht? Wollen wir eine Demokratie, die sich in gegenseitigen Verdächtigungen und Ressentiments selbst verstümmelt? Oder wollen wir international denken und handeln? Wollen wir universale Menschenrechte tatsächlich übersetzen in demokratische Garantien? Wollen wir eine Globalisierung, die faire Bedingungen der Arbeit, der Teilhabe ermöglicht? Wollen wir eine Demokratie, die immer offen bleibt, immer unsicher, in der wir uns miteinander verständigen müssen, in der wir Gründe liefern müssen für unsere Überzeugungen? Eine Demokratie, die ein Projekt bleibt, in der wir immer wieder nachbessern müssen, was wirklich gerecht ist, was wirklich frei, was wirklich säkular. In welcher Welt wollen wir leben? Welche Geschichten des Glücks gehören dazu? Welche Geschichte der Emanzipation? Welche Geschichten der Lust? In welcher Welt wollen wir leben? Wir sollten endlich aufhören, uns zu verteidigen, sondern offensiv und mutig wieder an unseren Utopien arbeiten. Auf geht's!